geht's. Ja, genau. Die Spannung, wenn der Low-Battery-Knopf, okay, das rote Lichtchen aufleuchtet. Das kenne ich heute manchmal noch ein bisschen, aber nur in abgeschwächter Form, wenn der Controller leer wird und ich bin zu faul, einen Ladekabel zu holen. Und ich denke mir immer, die Passage, das Video mache ich noch mit dem Controller. Das Level bis zum nächsten Speicherpunkt schaffe ich noch. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach, komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schau nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Dum, dum, dum. Was bedeutet das jetzt? Die beiden? Wer ist der Vater? Sehen die eine Zukunft? Wollen die dann gemeinsam das Kind aufziehen? Oder was? Wie? Macht alles kompliziert. Nicht nur die Quest, die wir gerade haben, unsere Reise, und auch das, was danach passiert. Aber da kann man sich dann noch Gedanken machen, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal blutige Rache. Das ist zumindest immer noch unser aktuelles, wie viele in diesem Stück sterben. Jungsziel. Oder so. Pinnacle Theatre präsentiert eine amerikanische Tragödie, Cassandra. Ich kenne nur eine griechische Tragödie namens Cassandra. Ich kenne keine amerikanische. Machio and his Chini
Cassandra war die, die die Zukunft vorhersagen kann, aber sie nicht ändern kann, quasi, ne? Ja. Glaube schon. Die weiß immer, dass echt... Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Naja, sie wusste es ja auch nicht. Scheiße. War sich nicht sicher. Naja, ich schätze mal stark, dass die wahrscheinlich dann irgendwie bi ist und nicht lesbisch. Oder es war eine... Also, wer weiß, wie die sich selber sieht, aber ich meine, ne? Muss man nicht immer so schwarz-weiß alles sehen. 4. September. Ich, Paris Green und Adam haben es vor 2 Tagen zum Hochposten geschafft und bisher läuft es insofern gut, dass die WLF... Ich weiß nicht, warum ich das... In meinem Kopf ist das so ein britischer Kerl mit so einem Abenteurerhut und so einem gezwirbelten Schnauzer. Keine Ahnung warum. Dass die WLF hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Stadt ist an die WLF gefallen. Nur noch pures Glück und gutes Timing konnten wir aus der Hauptstadt entkommen, alter Knabe. Torres Wanda und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. 6. September. Ich kann nicht schlafen. Ich habe hohes Fieber, keine Medikamente. Ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unsere Uniform. Über Funk. Unsere Uniformen über Funk. Jetzt mal, hier geht's weiter, oder? Kriegen wir keinen Kontakt. Ich war jetzt kurz echt ein bisschen verwirrt. Wie viele von uns haben es rausgeschafft? Ich habe keine Kleidung mehr. Deswegen habe ich mir diese unsichtbare Uniform aus Funkwellen gemacht. Aber sie sind nackt, das befängt. Nein! Es sind Funkkleidungsstücke. Ich habe sie selbst aus Radiowellen gesponnen. 7. September, ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden. Es könnte also eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis es dunkel wird und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen und Vorräte für die Weiterreise, wohin auch immer. Sie sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. Letzte Nachricht. Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem, lieber vorsichtig. So machen wir es. Wer weiß, in meinem Kopf hat er so geredet und war so ein britischer Adliger. Sir Thriddleblesne. Grüß. Klang jetzt eher ein bisschen russisch. Sir Hemingthrow. Also wirklich, ich stelle mir den. Wisst ihr, so mit Expeditionsoutfit. So in so hellem Braun und so einem Hut. So einem Expeditionshut und einem Monokel. So einen aufgewirbelten Bart. Und dann geht er mit seiner Expedition hier in die Stadt. Auf Expedition eben. Beyond. Echter Name, Imani Graves. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit keine. Nach einer Nahtoderfahrung und einem 2-wöchigen Koma fand diese erfahrene Polizistin heraus, dass sie von unserer Welt in die Welt der Geister reisen und mit den Toten kommunizieren kann. Shadow Man, kommt doch ein Remake. Ich glaube nur so eine HD, so ein HD-Remaster, glaube ich. Aber trotzdem, Shadow Man war damals cool. Ich glaube, kann man heute nicht mehr wirklich spielen. Wenn ich mich so zurückerinnere, war die Steuerung schon sehr nicht so geil. Wenn die da wirklich nur das optisch polischen, aber ich würde es nochmal spielen. Shadow Man war schon echt cool. Hab mich damals geflasht und fertig gemacht und ich fand super. Hat furchtbar Angst, hab's nie durchgespielt, bin aber weit gekommen und fand's cool. Unter dem Namen Beyond verbringt, weil Shadowman kann auch zwischen dem Reich der Toten und der Lebenden hin und her wechseln, beliebig, durch eine Voodoo-Maske, die in seinem Brustkorb gepflanzt ist. Deswegen komme ich drauf, weil sie das auch kann. Also, so ähnlich. Unter dem Namen Beyond verbringt sie die Hälfte ihrer Zeit mit der Aufklärung von Mordfällen und die andere Hälfte als spirituelles Medium für trauernde Familien. Ich schätze mal, wenn man mit Toten kommunizieren kann, ist man ziemlich gut drin, Mordfälle aufzuklären. Ihre Ausflüge in die Geisterwelt beschleunigen allerdings deutlich ihren eigenen Verfall. Sie sieht deutlich älter aus als ihre 35 Jahre. Wie viel Zeit bleibt ihr noch, Heldin?
Wirklich? Sieht sie deutlich älter aus? Die 32? Man sieht weiße Haare. Ja, man sieht ein bisschen Falten. Hm, okay. Meinetwegen. Beyond. Beyond good and evil. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, witzigerweise, ich glaube, es war Heavy Rain. Das sieht man nämlich auch bei Deadly Premonition 1, wie das zu seiner Zeit gewirkt hat im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Heavy Rain und Deadly Premonition 1 am gleichen Tag sogar ungefähr erschienen. Zumindest sehr nah beieinander. Dann kann man das so ein bisschen einordnen, dass das schon damals so ein bisschen den Trash-Charme hatte. Um es positiv auszudrücken. Und ich habe nur positive Gefühle für dieses Spiel. Und jetzt muss ich der zweite eben hier mit Deadly Premonition vergleichen. Quatsch, mit The Last of Us 2 vergleichen. Ist schon witzig, ich find's toll. 13. September. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Durchgestrichen. Ah, ist das wieder Lord Hemmingsbooth? Glaub schon. Er hat am 10. September seinen letzten Zettel geschrieben. Sie kommen nicht zurück. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimme genau war. Entweder sie sind überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg. Aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in dem Haus hier etwas zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen per Funk erreiche. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Jetzt nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht, alter Junge? Ich glaube, da geht's noch weiter. Nicht. Es antwortet ja sowieso niemand. Wartet mal. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht. Nicht, es antwortet ja sowieso niemand. Na gut, die WLF kann unmöglich alle FEDRA-Hochposten ausgelöscht haben. Niemals. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblute, bis ich und verblutet bin. Und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich brauche meine Zigaretten. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen. Aber nichts. 19. September. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Gezeichnet Lord Ritherspooth von Hemmelpuff. Ganz recht. Wie sie ihre Kapuze aufsetzt, als regnet. Diese Detailverliebtheit in dem Spiel ist einfach toll. Ist einfach toll. Da ist er wohl. Der Sir Ritter Splitter Spooth Boon. Geschafft. Hat der sich elektrifiziert oder warum ist der hier gestorben? Ah ja, es sieht gefährlich aus. Bist du hinüber? Tja, besser du als ich. Romifiziert hat sie ihn anscheinend. Den Armen. Oh, man kann auch sprinten auf der Leiter quasi. Kann ich die Leiter vielleicht irgendwie runterlassen oder so? Nö. Ah, Radio. Jetzt können wir uns auch Kleider aus Funk bauen.
schützen gegen Mikrowellen oder so vielleicht, wahrscheinlich. Schlüssel? Was ist das? Okay. Ja, man. Warum nicht, ne? Fragt sich nur für was? Ich habe bis jetzt keine verschlossene Tür gefunden. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Whatever. Immer mit dieser britischen Stimme reden. Müsste meine eigene Let's Play-Reihe machen. Sir Witherspoon spielt. Mit dem Charakter quasi. Hauen wir die Scheiben ein. Nur weil es so schön ist. Ah, da ist sogar eine Karte. Die habe ich nicht mal gesehen. Ist aber auch gut versteckt. Schauen wir mal. Mortem. Der jüngste Tod der Welt. Brain 60, Muskelkraft 40. Mort Marquis. Der 16-jährige... Der 16 Jahre alte Mort Marquis lag nach einem schweren Autounfall 10 Tage lang im Koma und konnte sich an nichts mehr erinnern, außer an ein Skelett in einem Mantel, das ihm eine Sense reichte. Nachdem er aufwachte, musste er feststellen, dass er eine besondere Fähigkeit erhalten hatte, als er versehentlich die Katze der Familie tötete. Jedes lebende Wesen, das er berührt, verkümmert und stirbt. Sobald die Society of Champions, sowohl die Society of Champions als auch Spark suchen ihn. Die Society will ihn vor der Öffentlichkeit fernhalten, Spark will ihn für ihre Biowaffenforschung. Mortem selbst sucht nach Antworten. Warum wurde er mit dieser morbiden Kraft verflucht? Neutral. Ja, das ist... Der ist also... Ich möchte das nur mal jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ist er im Krankenhaus und wacht aus einem Koma auf und während der noch quasi im Krankenhaus liegt und von Ärzten und Schwestern behandelt wird und die Eltern holen ihn ab und bringen ihn nach Hause, während dieser ganzen Zeit hatte niemand körperlichen Kontakt zu dem Jungen. Niemand hat ihn berührt. Kein Arzt, keine Schwester, keine Infusion gelegt, nix. Und daheim streichelt er die Katze und denkt sich, oh, alles, was ich berühre, stirbt. Oder so. Das weiß ich nicht so recht. Vielleicht, meine Theorie ist, dass die Katze nur rein zufällig gestorben ist. Blöder Zufall. War halt schon alt und so. Und jetzt glaubt der, dass alles stirbt, was er berührt. Aber es ist halt in Wirklichkeit eher so eine Wahnvorstellung, die er jetzt hat. Das ist der Plot-Twist am Schluss, wahrscheinlich. Von The Last of Us 2. Okay. Okay. Wow. Joe, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Angst, dass gleich irgendwer durch den Vorhang springt. Stick. Krass. The Stick Habit with the Brick Shit House. Sick Habit. Sick Habit Set List. Settle for less. Who can say? Once more. Überleitung zu Unto the Breach und so weiter. Songs, verschiedene Songs, Zugabe, fertig. Okay. Backstage. Oh, gruselig. Mhm. Niemals.
Eine Tommy Gun. Ach so. Manche Leute transportieren anscheinend auch Gitarren in ihren Tommy Gun Kästen. Komisch. Jetzt kann man wieder Gitarre spielen. Ich wünschte, ich könnte irgendein Lied. Ich wünschte, ich könnte Gitarre spielen, nur damit ich jetzt hier im Spiel Gitarre spielen kann. Ist wieder nicht gestimmt. Hör dir das mal an. Furchtbar. Okay, ich muss erstmal das spielen, was sie will. König Midas mit dem Gold werden. Genau. Was passiert dann, wenn der Junge und König Midas sich gegenseitig berühren? Eine Goldexplosion des Todes. 3 Jahre zuvor. Rückblick. Nicht gut. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen. Das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Was denn? Was machen wir? Wo gehen wir hin? Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten. Ich sag's dir nicht. Also ist es ein Dinosaurier. Okay. Ist es ein Elefant? Ist es... Ein Mammut. Ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Mammut ist quasi ein Cabrio, wenn man drauf sitzt. So, im Grunde. Hat kein Dach. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Und jetzt bleiben wir absichtlich unter Wasser und ertrinken. Dann wird er aber blöd schauen. Er macht sich sein Leben lang Vorwürfe. Er ist fertig. Ich glaube, wir sollten auftauchen. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Jetzt würde ich aus Prinzip ertrinken. Dem zeigen wir es. Hier geht's lang. Du bist mies. Bin's schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das du musst Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du den Hirsch dort drüben? Wo? Siehst du, da drüben, schau. Zeig ich doch. Quasi fast ein Mammut. Ja. Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Einfach schwimmen. Was? Hol ganz tief Luft. Ach so. Ja, ich kann das. Nee, kann ich nicht. Ah ja, das ist jetzt quasi das Unterwasser-Tutorial, ne? Das wird jetzt dann gleich im Hauptspiel wichtig wahrscheinlich. Ich denke zu viel in Videospiel-Kategorien und Regeln, oder? Das Spiel hier. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber das wird schon Sinn machen. Rückblende, keine Gefahr, keine Gegner, gemütlich schwimmen und tauchen. Dann wird's ernst. Ist es
Mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Na? Will sie nicht tauchen. Ich drück so fest kreise, wie ich kann. Ja, mach ich doch. Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach scheiße, genug geraten. Die hat wirklich eine andere Stimme. Und ich muss echt sagen, eine so gute. Aber ist es eine riesige Comic-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Hohes Glas und ich gehe sofort in den Schleichmodus. Welches denn? Los, ja. Vielleicht Laserdiscs. Hat mich schon die gut konditioniert. Oh, Museum. Es sind also Dinosaurier. Ja, ich hab's doch gewusst. Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Wir können wirklich hochklettern. Was hast du vor? Ja. Yeah. Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, 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 was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Nee, wir sollten wirklich nicht springen. Muss ich jetzt springen? Ich halte das für sehr bescheuert. Ach so, ist das Wasser tief genug? Ach, YOLO! Hey, hey, hey! Nie in unbekannte Gewässer springen, Ellie. Ich finde nämlich wirklich, dass das Spiel super synchronisiert ist, muss ich echt sagen, wenn die erwachsen sind. Und dagegen ist das jetzt gerade als Kind nicht so gut. Oh, hast du das gesehen? Ja, habe ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Oh, das war super.